Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Skate. Ah ja, ich habe endlich mal wieder Zeit. Oh, meine Freundin ist weg und ich habe Zeit zum Aufnehmen. Ja, und ich denke nicht, dass ich heute das Death Race nochmal probieren werde, weil das war krank. Das war einfach nur krank. Und deshalb scheiß mir erstmal auf das Death Race. Ach Gott, das ist der Slappies. Haha. Was ist das? Benutze für die Gap den Picknicktisch. Tipp, je früher du auf den Tisch kommst, desto mehr Zeit hast du für einen fetten Olli. Alles klar. Ich probiere es einfach mal. Anders hinsetzen. So. Keine Ahnung, was die von mir wollen. Ich probiere es einfach mal. So, Kollege. Diese Gap macht dich alle. Zeig mir erstmal, was ich hier überhaupt tun soll. Boah, ich soll da rüber springen. Das. Ah, auf der einen Seite ganz cool. Auf der anderen Seite gar nicht so einfach. Wenn die behinderte Kacktusse da mal weggehen würde, dann hätte ich vielleicht noch bessere Chancen. Ah, geh auf Seiten. WTF! Natürlich, jetzt sind hier zwei Kacktussen. Ah, das ist eine schwierige Mission, aber die ist machbar. Die ist definitiv machbar. Oh Gott, ey. Können wir nicht einfach... Wir nehmen einfach die Frauen und schieben sie woanders hin. Das finde ich total in Ordnung. Oder wir machen einfach so. Und wir machen sogar 1200 Punkte. Was fast... Das ist sogar mehr als doppelt so viel. Bitch, please. Mann, du wirst besser. Picknickfoto, wir kriegen $300 Bonus. Das ist sehr, sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Hey, Joel hier. Ich gehe nicht zu Plan B. Plan B kann mich am Arsch. So, dann habe ich hier noch einen Death Race eigentlich gesehen, aber ich wusste jetzt gerade nicht wo. Hier war doch eben noch ein Death Race. Ah, da. Okay. Brich dir nicht das Genick, während du mit den Profis an Rennen vom Rathaus noch... Ach, das ist das, was ich letztes Mal gemacht habe. Okay. Dann probieren wir es halt doch nochmal. Verdammte Scheiße. Dabei wollte ich das... Okay. Wir machen einen Deal. Ich probiere es jetzt nochmal. Aber... Sollte ich es... Bis mal mindestens, keine Ahnung, 8 Minuten oder so, sollte ich das bis dahin nicht schaffen, dann werde ich aufhören. Keine Sorge. Weil das Death Race, das ist einfach nur krank. Also ich finde das krank. Natürlich. Ja, komm, fahr doch noch ein bisschen langsamer. Ja, wir liegen schon 12 Sekunden hinten. Naja. Oh, ich bin halt ja nicht anders gewohnt. Warum? Ey, ohne Scheiß, da war noch nicht mal ein Bordstein. Warum ist er denn jetzt auf die Fresse geflogen? Zumindest habe ich da keinen Bordstein gesehen. Und warum dürfen die eigentlich früher starten wie ich? Das finde ich mega unfair. Eigentlich müsste ich 5 Sekunden Vorsprung kriegen. Wenn die Typen sich nicht alle selbst über den Haufen fahren würden. Okay. Achtung, Auto. Da, seht ihr, da ist kein Bordstein. So, komm jetzt. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich muss nur ganz fest an mich glauben.
Ja. Ja, gut. Ich konnte da nicht einbiegen. Ich wollte da einbiegen, aber da waren zwei Autos. Und ich wollte nur mal nicht auf die Fresse fliegen. Was aber, glaube ich, sogar sinnvoller gewesen wäre. Vor allem dieser behinderte Freeway, weißt du, der fährt jedes verkackte Death Race fährt er mit. Warum ist der ausgerechnet in dem hier so gut? Wobei ich sagen muss, diesmal habe ich den Start nicht ganz so sehr verkackt. Frau. Wie gesagt, wir nehmen einfach die Frauen und schieben sie woanders hin. Alter, wo ist denn der... Wo ist denn der Erste? Ohne Scheiß. Da vorne ist er doch. Das sind noch keine 12 Sekunden. Der ist auf die Fresse geflogen. Ich glaube nicht. Ich glaube es. Und dann verkacke ich es. Ich bin doch so ein Idiot. Oh Gott, Mann. Ich war kurz Erster. Ob ihr mir das glaubt oder nicht. Nein! Ja, natürlich steht da so ein verkacktes Stoppschild. Ey, dieses Death Race, dieses Death Race. Es regt so auf. Was haben die sich denn dabei gedacht? Die dachten sich wahrscheinlich wie bei jedem Skate. Ja, weißt du was, das Spiel ist eigentlich so einfach. Irgendwas müssen wir da reinpacken, was noch so, was einem nochmal so richtig aggressiv macht. Lass uns doch einfach ein Death Race machen, was kein Arsch schafft. Und das haben die auch geschafft. Hey. Vielen Dank, EA. Siehst du, jetzt ist er diesmal nicht auf die Fresse geflogen, obwohl ich da auch normal angefahren bin. Ja, wo kommt der jetzt her? Das war ja schon die ganze Zeit da. Ich meine, hey. Ich habe den die ganze Zeit über gesehen. Oh Gott, ey. Es pisst einen so an. Das glaubt ihr gar nicht. Es pisst einen so an. Dieser Moment, wenn man einfach nur heulen will. Diesen Moment habe ich gefühlt in jedem Part. Ja, genau. Ja, klar, Spiel. Ja, klar. Aber wir sind gefühlt alle auf die Fresse geflogen. Alle sind auf die Fresse geflogen, aber alle bleiben vor mir. That makes fucking sense. Nicht. Aber wirklich. Nicht. Komm, da vorne ist der Erste. Da vorne ist der Erste. Nein, 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 nein. Bitte bau noch einen Unfall. Der hat einen Unfall gebaut, der hat einen Unfall gebaut. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Da ist das Ziel. Da ist das. Da ist das verkackte Ziel. Oh mein Gott. Oh, ich hab das Rennen geschafft. Ich hab das Rennen geschafft. $1,100 obendrauf. Oh mein Gott. Das war echt höllenschnell. Oh mein Gott. Nee. Wer hätte damit jetzt bitte gerechnet? Ich möchte ehrliche Antworten hören. Von ehrlichen Leuten mit ehrlichen Gefühlen. Boah. Leck mich am Arsch. Und ich hab das ja fast gut eingehalten hier. 9 Minuten. Ja, ja. Wisst ihr Bescheid? Eine Sache können wir noch machen. Bitte kein Death Race heute mehr. Nee, nee. Death Race hat... Achso, ich sollte vielleicht erstmal... Hier ein Foto. Das können wir noch machen. Spring auf jede der Inseln, streu dazwischen einige Grinds oder Manuals ein und hüpf dann runter. Das ist eine Story wert. Ja doch, das will ich schon machen. Okay. Manuals sind easy, Grinds sind easy. Nur Manual to Manual ist immer so eine Sache, ne? Das kann mal funktionieren. Meistens aber nicht. Hast du mal gesehen, was Dill hier anstellt? Schon gearbeitet.
Ah, die Inseln. Oh, boah. Ich muss eine Sequenz darunter machen. Eine Sequenz. Das ist hart. Sagte er und schaffte es. Mensch, 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 Leute. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist, aber ich bin gut drauf heute. Ihr seht das schon. Nice! Wir dürfen wieder aufs Cover, die Schere. Ja gut, ne? Die Schere. Bist du Bescheid? So, holla, hier ist der Mike. Hallo Mike. Ich habe gestern beim Skaten einen echt coolen Spot entdeckt. Ist perfekt für eine Session. Nach all dem Hype um dich, wäre der Thrasher sicher an einer Titelstory über dich interessiert. Okidoki, Peace, ja? Ja, Peace. Möge die Macht mit dir sein, mein Freund. Warum laufen hier nur so alte Leute rum? Sind wir hier im... Keine Ahnung, was für ein Viertel. Hola. Ja, machen wir das jetzt noch? Ach komm, ich hab mir das heute verdient. Ich hab mir das heute verdient. Wo hat er denn? Da unten hat er die Titelstory. Diese versteckte Huber ist hoch und steil, also time deinen Trick richtig und grinde in die nächste Thrasher-Ausgabe. Werde ich tun? Werde ich tun. Ich bin richtig glücklich heute. Ich weiß nicht warum, aber ich bin heute richtig gut drauf. So, ja, ja, haben wir schon gelesen. So, welche Huber ist denn gemeint? Die da? Gut. Ja, ja. Ja. Das war ein Wallwide, mein Freund. Wallwide ist kein Grind. Da hast du den auch ein bisschen verkackt. Nein. Boah. Der kommt gar nicht so hoch, ey. Die ist wirklich verdammt hoch. Mann. Komm schon. So schwer ist das doch gar nicht. Keinen Wallwide. Du sollst einen Grind machen. Ey, da brauchst du eine Sprungkraft. Leck mich am Arsch. Nein, jetzt bin ich da drüber gesprungen. Nein, jetzt war der verkackte Fotograf da im Weg. Ich hätte das geschafft. Kann ich nicht einfach erst das grinden und dann da hoch? Geht das? Wenn ich das überhaupt mal treffen würde. Als ob das so schwer ist. Was ist denn los mit dir? Gerade hast du doch die ganze Zeit Bock gehabt. Ne, jetzt anscheinend nicht mehr. Jetzt hat er anscheinend keinen Bock mehr. Jetzt denkt er sich, ne, jetzt ist vorbei. Kann ich aber auch verstehen. Ist ein langer Tag heute gewesen, mein Freund. Ich weiß das. Ich verstehe das. Oh Gott, Kollege. Okay, komm. Oh! So, jetzt ist aber genug. Komm, das ist das letzte Ding für heute. Du sollst nicht über den Kameramann springen. Da musste ich doch fotografieren. Komm doch nicht mal auf die verkackte Huber! Nein! Ich musste einfach nur an dem Zipfel ein Stück grinden. Ah, treff da Zipfel da vorne.
Das war stark, mein Freund, das war stark. Nein! Dankeschön. Ich sag doch, nur das Zipfel kurz berühren. Und ich weiß auch schon genau, welches Foto ich nehme. Und zwar das hier. Das sieht dezent geil aus. So, nur noch ein Thrasher-Foto. Danach haben wir Thrasher durch. Slippy hier, Pat Duffy war eben hier, hat gesagt, dass er später in Matrix skatet. Kannst du ein paar Schaukeln grinden? Oder was ihr Typen eben so macht. Das ist alles. In der Matrix? Pro Challenge, Duffy Double King. Alles klar, da gucken wir mal im nächsten Part vorbei, würde ich sagen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Mir hat es auf jeden Fall heute sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Part. Und ich sage bis dahin, tschüss.